Heute habe ich Lion Cereals, Karamell- und Schokoerlebnis. Und zwar ist das ein kleines Probierpack für 99 Cent. Ist, glaube ich, oder wahrscheinlich sogar sehr überteuert, weil die großen Packs kosten von Nestle kosten knapp 3 €, so 2,80 ungefähr. Und das dann doch sehr klein für 1 €. Schätze ich mal. Also, ich habe jetzt mir die Menge nicht angeguckt bei den großen. Lecker sind sie schon, aber ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir mit dem normalen, irgendwie habe ich den normalen Lion-Geschmack halt anders in Erinnerung. Weiß nicht. Also gut sind sie auf jeden Fall, aber habe ich Lions gesagt? Ja. Naja. Lecker sind sie, aber ja, irgendwie habe ich was anderes erwartet. Halt, ich weiß nicht. Das sind auch halt ganz normale so
aufgepuffte Cornflakes-Dinger. Ich hatte jetzt irgendwie bei Line hatte ich erwartet, dass es wie dieses gezuckerte Müsli ist, mit so halt viel Zuckerüberzug und dieses irgendwie hatte ich halt wie bei diesen Müller-Joghurts in der Originalsorte dieses stark gezuckerte Müsli und das eben als weil irgendwie von dem Schokoriegel halt irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie hätte ich das erwartet. Aber es ist in Ordnung halt. Es schmeckt lecker, aber ein bisschen enttäuschend jetzt, dass, naja. Aber es, naja. Ach, ich weiß nicht. Gut. Dann bis zum nächsten Video. Heute Heute habe habe ich ich zweimal fünf Jakobs Latte Maxi-Kinderüberraschungseier Macchiato in den und